Einmal schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Da stand DB den Profi-Quiz, da habe ich mich schon gefragt, warum ich eingeladen wurde. Ja, ich habe keine besseren drei gefunden, nein, Quatsch. Es ist also, ungelogen, das Quiz ist per se gar nicht so schwer. Profi-Quiz ist jetzt eigentlich fast nur, weil ich euch eingeladen habe und nicht, weil die Fragen krass sind. Also wer letztens unser Pokémon-Profi-Quiz gesehen hat, da konntest du gar nichts beantworten. Das war ein Profi-Quiz. Da musstest du da schon studiert haben. Das hier ist dein Erder da. Das hier, ich wollte das nicht mit Claire und Grants. Fusion! So, wir haben das Format ist Jeopardy. Also, ihr habt ganz normal einfach mehrere Kategorien, wo ihr für unterschiedliche Punktzahlen Fragen aussuchen könnt. Richtige Antwort gibt die Punkte, die angegeben sind. Falsche Antwort gibt die Hälfte als Minus. Und es gibt einen Test, da müsst ihr mir jetzt sagen, ob das bei euch funktioniert. Hört ihr das? Ja. Wow. Okay, das ist wichtig. Das ist nur, weil es gibt auch Soundfragen. Och, Mann. Okay. Sound bin ich gut. Bin voll auf, ich werde so verkacken. Ja, so, Joker? Es gibt keine Joker. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das Board aussieht. Okay. Ja, cool. Da gibt es ja dann schon ein paar Kategorien. Es ist, wie gesagt, es ist nicht alles drin. Es ist ein bisschen Lore drin, aber per se echt wenig. Ein bisschen größer machen. Aber, ach so, eine Sache noch. Grenz, ich weiß, du spielst auf Deutsch, die anderen beiden spielen auf Englisch, richtig? Ja. Ich habe deswegen relativ wenig Fragen mit reingenommen, die darauf abzielen, Texte sozusagen von Addons oder Perks oder sowas zu kennen. Es gibt aber ein paar. Würde es beides zählen. Also, okay. Ja, du hättest auf Englisch spielen sollen. Also, und ich würde euch natürlich bitten, gleich erstmal dann den Chat sozusagen wegzumachen in der Zeit, nur dass ihr nicht da im Chat gespoilert werden könnt. Ja, also wäre natürlich geil, wenn ihr euch da nicht alles, drauf. Wenn ihr euch da alles vorsagen lasst, ja. Als ob die was wissen. Okay. Warte, ich muss da drei Chats. Ich sehe mich hier einfach riesig auf meinem Monitor nochmal. Ist das witzig. Du musst das andere aufmachen, Klör, das brauchen wir. Was? Du musst das andere Hauptding aufmachen, den ersten Link. Was? Was will der? Du musst den ersten Link. Der ist quasi auch, also pass auf, wir haben noch einen Link bekommen, wo wir unsere Kamera einrichten müssen. Das ist dein Hauptding, dann werden wir auch gleich buzzern. Dann müssen wir auch gleich buzzern und ausgehen. Achso, ich bin doch auf dem. Ich sehe alles. Ach so, also hast du beides offen, theoretisch. Aber jetzt steht bei mir, dein Client hat die Verbindung zu dem Server verloren. Bei mir auch. Ja, ich glaube, bei uns wurde gerade ein bisschen die Farbe geändert. Und deswegen müsst ihr gleich wahrscheinlich nochmal 5 drücken. Ich sage euch Bescheid. Ich sehe das schon, Asix. Aber ich sehe mich auch. Ich sehe alles. Mein Beileid. Also ist gleich wieder da. Holt nach. Aber man muss gerade nur vielleicht nochmal das Quiz da reinladen. Also er hat die Farbe geändert, weil es gerade rot auf schwarz war und das hat man nicht so gut gesehen. Jetzt haben wir es auf gelb geändert. Aber das Quiz ist gerade nicht drin, ne? Deswegen müssen wir ganz kurz warten. So, und dann fangen wir gleich auch schon an. In der Zeit können wir auch mal schauen. Also ihr habt eure Seite offen, wo der Buzzer theoretisch drauf wäre und so, da seht ihr auch die Fragen. Ja, genau, das war genau ein Fehler, ja. Okay, perfekt. Also da könnt ihr jetzt einmal STRG F5 oder F5 drücken. Dann müsst ihr auch alle F5. Wieder reinkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Seht wieder sind alles, wir auf ne? Der, sind wir aber auf, nee, wir sind auf der Startseite von wo uns einloggen. Achso, ja, ihr müsst wieder, genau, ihr müsst euch einmal kurz wieder auf euren Namen drücken und einmal in das, achso, Quatsch. Man landet jetzt auf der Startseite, auch mit dem Link. Ja, genau, ihr müsst, hier. Das ist die Lobby. Also hier rein. Ja, Grants hat es ja auch geschickt. Aber der Dingens, der bleibt, oder wie? Der OBS-Link bleibt, also der für die Zuschauer bleibt. Ich bin Asix. Und die Cam geht ja auch noch, ne? Ja, ja genau. Also, pass auf, bei diesen Dingen, ne? Killer 500 steht da jetzt. Wenn ich jetzt sage Killer 500, dann kriegen wir alle eine Frage. Die 500 Punkte kriegen wir, sehen, machen, oder was? Ach, jeder? Ah, okay. Okay, cool. Da alle die gleiche Frage. Achso, ja, ihr bekommt alle die Fragen und wer zuerst antwortet, also wer zuerst buzzert, kann die Frage beantworten. Boah, ich bin so aufgeregt. Wie viel Zeit hat man zu antworten? Ich hab schlag den Rat geguckt. wie viel Zeit hat man zu antworten, wenn man gebuzzert hat? Also, wie ich das im Ermessen hab. Also, ich kann jetzt auch buzzern und dann überlegen.
Ja, aber nicht lange. Also du solltest schon buzzern, wenn du es weißt. Also, okay. Ich lasse ich lass mir da, also wenn ich da merke, dass du buzzerst und dann denkst, dann nehme ich in den 3 Sekunden, ja. So. Okay. Okay, nur damit du Bescheid weißt. So, bevor wir anfangen, kurz nochmal, ihr hört das. Ja. Okay, ja. Dann geht jetzt alles. Gut, dann sind wir wieder aktuell. Dann müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wer von euch anfängt. Dafür haben wir noch gar nichts. Klar. Es ist ja nur das Aussuchen, das können alle gleichzeitig buzzern. Dann machen wir, Klör fängt an. Ich will Add-ons. Wie viel? Add-ons 300. Add-ons 300. So. Oh nein. Also ich lese es vor und zeige es dann gleichzeitig an. Das ist eine der Fragen, wo der Text, der steht, auf Englisch ist, aber das ist kein Englisch, also das lässt sich gut übersetzen. Also das ist verständlich. Welches Add-on wird gesucht? Ich sehe nichts. Ja, kommt ihr? Ich lass mir erst lesen, Klör, ja? Ach so, ja. Here lies our beloved daughter. Oh. Welches Add-on hat diesen Text? Oh. Okay. Also, das ist sogar einer, den hätte ich gewusst. Einer der Like, obwohl das war eine 500. Ja, aber Daughter Ring. Hier lies our beloved daughter. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt falsch liege, dann ist halt Klar, macht beim OBS die Szene mit dem Overlay immer aus und wieder an, sozusagen. Ihr müsst die auch aktualisieren im OBS, damit eure Zuschauer das sehen. Ach so. Ach so. Ah, ja, genau. Einmal deaktivieren und wieder aktivieren, damit die neu lädt. Jetzt sind die Cams aber weg, oder? Müsste laden, genau, okay, das wird alles aktualisiert dadurch. Okay. Wieso ist Klör so verschwommen, das ist ja hier frech. Das, ja, keine Ahnung, jetzt. Kommt, bei mir bin ich gerade nicht verschwommen, ich bin nur bei euch verschwommen. Also, meine Cam wird sauber angezeigt. Ich gehe davon aus, dass ihr das nicht wisst. Aber, ey, warte mal, also man sieht den Buzzer nicht bei dir. Aber egal, ist egal. Hast du gebuzzert? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Aber man kriegt mal Minuspunkte, wenn man falsch macht. Ja, ne? Ja, eben, okay, deswegen dürfen wir nicht einfach reinraten jetzt. Oh, ich habe keine Ahnung. Wir können einmal, weil jetzt ihr alle gerade nicht wisst, nur den Buzzer-Test. ASICs, buzzer mal kurz. Mach nicht, das ist nur ein. Grenz, buzzer mal kurz. Nein. Und Klö auch. Okay, also buzzern könntet ihr alle. Das heißt, das wisst ihr nicht. Dann lösen wir das doch mal auf. Ich hätte gedacht, das kennt ihr. Nein, das ist der Judas Hoodstock. Hier lies our beloved daughter. Das weiß man doch. Ja, ich wollte gerade sagen, Judith Tombstone, aber ich dachte, wenn das falsch ist, ist der Kacke. Das war voll einfach. Ist doch klar, dass es ein Grabstein ist. Ja, ist auf einmal schon, ne? Groß. Ich wusste es nicht. Ich habe an das Addon gedacht, aber ich wollte jetzt nicht failen. Okay. Gut, dann haben wir das ja mal 300 Punkte übrigens. ASICs, was darf ich denn? Was ist eine 300? Hä, die war machbar. Survivor 300. Survivor 300. So. Das ist eine Schätzfrage. Ihr habt ein Feld, wo ihr was eingeben könnt, richtig? Nein. Nee. Dann kommt das jetzt gleich. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie viele Generatoren hat der Spieler auf Platz 1 repariert? Also welcher Spieler hat wie viele Generatoren am meisten, also repariert? Wie viele sind es? Habt ihr jetzt eine Eingabe? Ja. Ja. Der beste Spieler überhaupt hat wie viele Generatoren repariert? 50 bestimmt. Wie lange haben wir Zeit? Ja, ein paar Sekunden, 30 Sekunden, ohne Gucken, ohne Chat. Ja, was für viele? Das ist zu viel? Keine Ahnung. Muss ich Enter drücken? Easy Mode. Ey, als ob du es weißt, Kies. Ich habe voll übertrieben. Wie viele Punkte gibt das? 300. Also, ihr seht ja, ihr habt ja nur eure Eingabe. Grenz und Klör sind über 100.000 gegangen. Ja, safe, oder? Scheiße. Wenn du 10.000 Spielstunden hast, ja, okay, ist dann haben die unter mehr. Ja, ist ja 20.000 gegangen. Das wär, ich hab mehr. Ja, überleg mal, 10.000 Spielstunden, dann machst du einen Generator in einer halben Stunde. Aber denkt ihr, das ist trotzdem die richtige Antwort? Ja, doch, ich hätte noch höher. Zu wenig, ist ja gut. Also ich glaube nicht, dass ASICS zu wenig hat, denn der Spieler auf Platz 1 hat lediglich 9.435 Generatoren repariert. Was?
Was? Guck's dir an! Es gibt Qualität! Nein, 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 stopp, Claire, bitte nicht nachgucken. Bitte erst später, wenn überhaupt später nachgucken, ist wichtig, weil es gibt noch andere Schätzfragen. Ich hab mehr Gens. Das stimmt nicht. Ich hab doch nicht 9000. Dann mach ich ja ein Gen pro eineinhalb Stunden. Ja, aber als Killer machst du 0 pro Stunde. Ja, und als Killer Survivor-Mail. Ja, du hast immer Angry Pack hat 20.000 Spielstunden. Ja, der steht wahrscheinlich 18.000 Stunden mit der Flashlight dabei. Einer aufgehoben wird. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ja, ich hatte auch viel mehr. Alter, ich hab's sogar über. Ja, Wahnsinn. Du hast ja, hier. Nimm die Punkte weg. Ja, ich hab die Punkte bekommen, da hat gar nicht die richtige Nummer aufgeschrieben. Er war beim nächsten. Grenz, was möchtest du haben? Komm, ich nehm mal Intros 300. Intros 300. Das ist relativ einfach. Ich möchte von euch wissen, zu welcher Map gehört dieses Intro? Onryo. Also zu welcher Map? Ja. Oder Chapter? Zu welcher Map? Onryo? Zu welcher Map? Ja, das ist einfach. Das ist, wie lange darf man das? ASX, bitte sag mal. Antworten. Ja, du sollst jetzt nochmal ASX drehen. Minus Hanfield, keine Ahnung, das ist nicht Hanfield. Können wir nochmal hören? Ja, ja. Also ich zieh gleich die Punkte ab. ASX, du darfst jetzt nicht mehr buzzern. Oh nein. Das hat sich so nach Onryo an, aber der hat keine Map. Aber ich nochmal. Chapter. Nochmal. Nein. Was nein, nochmal? Nein, nix nein. nochmal. Wie viele Punkte bekomme ich abgezogen? 300. Was? Nee, die Hälfte. Wenn das eine 300 Punkte Frage war, das Ding war, ist, man muss schon sagen, die Intros klingen sehr gleich in dem Ideale. Bei den traut euch nicht, vor allem die Sache ist, wenn das so alleine den Sound hörst, normalerweise, weiß ich auch nicht. Hast du doch diese Kamera-Rundfahrt, die so ein Aber sie klingt halt immer sehr was, eigentlich müssen wir mal was riskieren, Claire. Ich glaube, ich weiß es. Ansonsten gehen wir noch 10 Sekunden. Ich drück als zweites, okay? Okay, dann lösen wir es doch mal auf. Das war das Intro von Larry's Memorial Institute. Und die klingen halt auch alle gleich. Die haben immer so ein Fiepen oder so. Und wir müssen später vielleicht doch noch mal eine Sache korrigieren. Wie die Zahl mit den Generatoren zustande kam. Es könnte sein, dass wir da wirklich einen Fehler gemacht haben. Aber das, wir lehnen es erstmal so hin und gucken uns das später nochmal an. Ich habe jetzt mit einem Fehler gerechnet. Ja, Asix, du wirst noch. Es könnte sein, dass wir auf der. Aber das dazu später. Die anderen Fragen spielen dafür noch eine Rolle und deswegen. Das wird, genau. Das wird der einzige Fehler gewesen sein. Verdammt! Larry, aber jetzt, wo du saßt schon, ne, Larry. Ich habe an Asylum gedacht. Ich bin dann, dran, ne? Klar ist dran, ja. Survivor 500. Survivor 500. Weil es so gut lief bisher. Okay. Zu welchem Perk gehört dieses Zitat? Arbeite hart und mit Geschick. Verlier dein Ziel nicht aus dem Blick. Ja, das ist ja unfair, ist ja deutsch. Ja, aber das kann man wissen. Prove thyself. Das ist nicht prove thyself. Oh, ich wollte riskieren. Kann man auch Minuspunkte haben? Ja. Oh, okay. Okay, darf ASICS jetzt nochmal nö, ne? Nein. Gut. Sehr gut. Arbeite hart und mit Geschick, verliere dein Ziel nicht aus dem Blick. Da kommt man drauf. Da will man nicht, wenn man sich ja, ich habe eine Idee, aber ich will nicht 250 Minuspunkte kriegen. Ey, ihr seid so, riskier doch mal was. Ich bin gerade auf Platz 1, ich kann jetzt nichts riskieren. Ja, wir führen gerade. Ich höre nicht. Ihr seid solche Luschen. Okay, wir müssen das jetzt, wir müssen verteidigen. Wir gewinnen hier mit 0 Punkten, Alter. Wer hat weniger falsch? Echt? Ja, das ist aber falsch, weil es deutsch ist. In Englisch hätte ich es gewusst. Gibt es da auch das Englische Zitat? Nee, aber kann man sich eigentlich fast eins zu eins übersetzen, ja? Work hard and smart. Oh, wenn es jetzt wieder das ist, woran ich denke, wenn ich beim nächsten Mal Basel bin. Komm, ich riskiere auch, was soll's. Ich nehme Technikerin. Das wollte ich sagen. Okay, wenn das stimmt, wieder stimmt. Das ist falsch. Oh, aber Grant, ja. Respekt, dass du was riskierst. Ja, Ehre, mein Ehre. Bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag hier sitze. Ne? Das ist so. Claire ist erster mit 0 Punkten. Claire, willst du auch noch was sagen? Da sind ja jetzt schon viele falsche Antworten raus, muss man ja sagen. Nein,
Ich wollte das auch sagen. Also, Platz 1. Dann ab jetzt kein Buzzer mehr. Ich löse auf. Wer würde noch raten wollen? Warte, wenn wir ich hab ja schon geraten. Einfach nur raten. Es gibt, kann nicht mehr gebuzzert werden. Es ist einfach nur so, bevor ich auflege. Was denkst du, Claire? Was könnte das sein? Das neue Perk von Vittorio? Nein. Arbeite hart und mit Geschick. Verliere dein Ziel nicht aus dem Blick. Das geschieht nicht. Windows of Opportunity. Was? Okay. Und er wäre da niemals draufgekommen. Verliere dein Ziel nicht aus dem Blick. Windows of Opportunity finde ich gewinnen. Das weißt du nur, weil du mein Ziel ist aber Gens reparieren und arbeite hart. Arbeite hart. Finde ich. Ja, okay. Jauch könnte auch niemals die 1-Million-Frage beantworten, aber sie vorzulesen und machen, das kann jeder. Ja, nein, schade. Schade. Ich meine, 500 Punkte. Ihr habt ja auch jetzt nicht nach den einfachen gefragt. Okay, mach mal die 100 da jetzt, Freunde. Komm ich dran? Du bist dran, Essig. Survivor 100. Survivor 100. So, welchen Namen hat das DLC von Bill? Du, nein! Das ist hier. Oh mein Gott, halt mal, ich weiß. Left 4 Dead! Oh, jetzt hab ich's. Das ist falsch. Left 4 Dead, was? Das ist Left 4 Dead. Das ist Left Behind. Ich dachte, es ist einfach Left 4 Dead. Oh mein Gott, egal. Left Behind. Left ja, der auch voll zieht, weil das Perk heißt das so. Natürlich, das ist einfach das Left 4 Dead DLC. Ja. Okay. Dann Grenz nähert sich wieder. Egal, ich bin immer noch eins. Das ist gut. Am meisten Minus. FBI, ich krieg's. Okay, die 100er Fragen kann ich. Komm, ich nehme Maps 100. Maps 100. Zu welcher Map gehört dieser Umriss? Oh. Competitive-Spieler aktiviert. Ja. Oh, Ram und Maps sogar, okay. Ja, reicht nur, wenn ihr mir die Map sagt. Boah, diese coole da oben. Diese coole da oben, ich verstehe, ist sie vielleicht unten? Warte mal. Welche Map ist das? Ist ja ein Profi-Quiz, ne? Da seid ihr ja. Ja, ich überlege. Das sind wir die falschen Kandidaten für offensichtlich. Ich gehe gerade alle Maps durch, bis ich hab. Warte. Ich hab übrigens eine Map genommen, die diesen Umriss als einzigartig hat. Also es gibt von manchen Umrissen könnte es vielleicht zwei Maps geben, die draufpassen, aber das ist unique. Boah, klar, ich geh grad die ganzen Kuppen. Ich versuch's. Was denkst du, ist das? Das könnte falsch sein. Azeroth's Resting Place. Resting Place? Ja. Das ist leider falsch. Ja, ich habe mir schon gedacht, aber es kam so ungefähr in die Nähe. Gib uns noch eine Sekunde. Oh, Moment. Ich dachte mir nur, die mittlere Mauer wäre dann eventuell extrem beschissen gemacht, aber gut. Moment, stopp. Es war. Ich muss hier ganz kurz gucken, wie viele Punkte Claire hatte. Also, ja, aber Claire hatte vorher. Warte. 50. Er hatte minus 50 vorher, ne? Genau. Ja, ich bin jetzt bei minus 100. Ja, perfekt. Genau, da wollte ich hin. Das, ja. Aber gib noch mal eine Sekunde. Wenn das Quiz jetzt vorbei wäre, würde Asics gewinnen, weil er A hat? Ich glaube, wir hätten alle verloren. Ja, aber würde Asics gewinnen? Wir wollten uns alle ein neues Spiel suchen, dann glaube ich. Also, letzten 10 Sekunden. Ich würde noch mal buzzern an Asics Stelle eigentlich. Ich würde auch an Asics. Guck mal, wie Asics das weiß. Guckt ihn euch an, wer das ist. Kurz davor, gib eine Sekunde. Warte. Ach, Grants, du vielleicht auch irgendwie. Ja, ich glaube nicht. Nee. 3, 2, 1. Ach, kleine Dings da oben, gesagt. Der muss das da eigentlich... Das ist Grim Pantry aus Backwater Swamp. Und woher kommt die Kuhle? Das ist der Ausgangstor, glaube ich. Oben. Das soll ein Ausgangstor. Das ist, glaube ich, der Umriss, wo dieses Exit-Gate ist. Links müsste dieser Steg sein. Oh ja, mein ich Gott, Grim Pantry, aber das da, ich dachte, das ist eine Map. Ja, stimmt, aber es kommt hin, aber dass er so... Also, man hat ihn nicht so krass in Erinnerung, dass der aber da dass so da oben die Kuhle ist, doch dann hinterm Scheck.
Oh, das ist doch keine... Ja, genau. Doch, doch, und da, genau da kannst du links und rechts. Das ist nicht so ein kleiner Vorsprung. Okay, okay, also das, so, das kann so sein. Das ist nicht maßstabsgetreu, ja, ja, behaupte ich einfach. Ja, aber ja, das doch, ist das offizielles ist DBD-Wiki. Ja, aber doch, ich glaube, das habe ich gestern noch geändert. Ey. Die anderen drauf rein. Ja, da wäre ich drauf gekommen. Nee, 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 doch, es ist schon recht klein. Das stimmt schon. Jetzt muss ich drüber nachdenken. Offiziell. Das Ausgangstor steht nämlich auch hervor. Chat wusste es wahrscheinlich wieder jeder. Wer war dran? Klör, oder? Ich glaube, Grimms hat die ausgesucht. Okay, Klör, was willst du hören? Okay, ich will jetzt mal Killer 100. Killer 100. Ihr seid alle Killer-Noobs. 100, Welchen Namen hat das DLC von Plague? Grenz? Jetzt geht mir auf den Sack, der weiß sowas. Demise of the Faithful. Es ist die Mais. Mann, der macht ja auch YouTube-Videos darüber. Ich sag doch, ey, die Sache zu der Video gemacht. Das hätte ich niemals richtig gewusst. Niemals. Ich werde nicht mal close. Doch, ich glaube, darauf wäre ich gekommen. Ich werde niemals. Das letzte Mal war ein bisschen schwierig. Wenn ich nicht so irre schnell gebuzzert hätte. Okay. Er hat YouTube-Videos zu all den Sachen gemacht. Hat er. Ich bin nur zu drei. Wir gehen auf Creator 500. Creator 500. Oh, da habe ich richtig gute. Wie viele Blutpunkte hat Dalukat gesammelt? Schätzfrage. Wie viele Blutpunkte? Kenn ich nicht, kennt man den? Wie viele Blutpunkte habe ich gesammelt insgesamt? Ach, das ist so eine Frage wieder. Okay. Das ist zu wenig. ich glaube, ich weiß es aber. Easy Mode. Ich hab's jetzt einfach mal runtergeschätzt. Runtergerechnet. Time 3, 2, 1. Ja, Moment, ey, sie kein Druck, kein Druck. Ah, 6, aber 3, 2, 1. A6, bist du fertig? Ja. Also, A6. Du glaubst, man kann dir keine Minuspunkte machen. Also es ist die Eingabe, steht es alles da. A6, du glaubst, ich habe 10 Millionen Blutpunkte gesammelt? No! Ich hab also, weil ich so viele Nullen einsinn. Da haben wir noch gar nicht. Also, so wenig Kings, wie du schmeißt. 1,00 Milliarden wollte ich machen. Also ich sag euch, wie es ist. Ich habe mehr als 10 Millionen gesammelt. Da bin ich ehrlich. Oh mein ich Gott. Kann auch sagen, ich muss ja auch einberechnen, dass ich dabei bin und ich immer Pflanz schmeiße. Immer. Also, oh mein Gott. Klör hat gesagt 120 Millionen. Oh, jetzt wird's spannend. Und Grenz hat 169 Millionen. Ich wollte 1,1 Milliarden. Also machen. Ihr wisst, glaube ich, nicht, was ich für eine Legende bin, denn ich habe weit über 169 Millionen. Ich habe so ein Meme geschrieben. 220 Millionen. Ja. Ich habe nur eine 1 dazu gemacht. Das war eine 500er, oder? Ja, ja. Ja, nee, 100. Oha, 500. Oh, ja, das war. Ich kenne Dalu einfach schon so lange auch. Alter, da weiß man so. 200. Aber das ist, selbst das ist doch nicht so viel, oder? Ja, eben. Hä, du hast doch mehr gemacht als 12. Nein, in deinen 1000 Stunden. Ist das so? Hä, du hast doch viel mehr gemacht. Nein, 220 Millionen ist schon. Also, aber ich denke, ich hätte drauf kommen können. Ich hätte einberechnen müssen, dass du immer SWF spielst. Aber ich mehr als. Runtergerechnet. Aber mehr als 10? Das ist schon eine Frechheit. Ich hab mich verzählt auf 10 Millionen, Dalu! Kann ich wollte nicht rum, das war mit diesen 1 und 0 und sowas. Aber A6, ich wollte 1,1 Milliarden machen. Ja, ey, als würdest du das besser machen. Wie viel hast du denn gehört? 2 Milliarden? Nein, nicht nachgucken, Millionen. Bitte nicht nachgucken. Bitte nicht nachgucken. Ach so, wie viel wir haben noch mehr Fragen in dieser Richtung, deswegen bitte nicht die Seite aufmachen. Ich weiß, wie viele Punkte ich habe. Wenn die Frage kommt, wie viel hat Klör, bin ich 100%. Also deswegen bitte nicht googeln. Auf die letzten Punkte genau. Wer hat dran? Klör. Ich zähle alle meine mit. Okay, ich will. Boah, Intros ist mir zu schwer. Obwohl, ja, ich weiß. Ich glaube, ich kann predikten, was Intro 100 ist. Ich glaube, Grenz. Ich bin, oder? Oh, dann. Ja, okay, dann Grenz. Wer hat denn gerade Creator genommen gehabt? Ey, ich habe das genommen. Ja, stimmt. Dann ist Grenz, ja. Dann machen wir hier Killer 300. Killer 300? Ich hab grad wirklich. 10 Millionen. Warte, bevor ich jetzt wieder den Fehler mache, diesmal gucke ich es nochmal da.
Es gibt doch noch eine, es gibt doch noch eine Frage. Wie viele Alter? Leute hat er gekillt? warte, wir müssen dann noch mal gucken. Wie viele Leute hat Hillbilly im Jahr 2022 gekillt? Okay, also, ey, ist auch nicht schlecht. Am Montag des 13. Kann sich nur um Sekunden handeln. Sonst machen wir erstmal eine andere sonst. Nee, das ist schon, das okay. ist wichtig. Okay. Also hast du eigentlich mehr als 10 Millionen? Ich weiß nicht. Das ist wichtig und ich frage mich, wurde hier einer gebannt? Wurde hier ein Spieler gebannt? Warum ist der nicht mehr da? Hallo, was ist hier passiert? Der muss rausgeschmissen worden sein. Wenn du auf der Leaderboards Profil privat machst, werden die nicht mehr angezeigt. Okay. Du siehst da nur öffentliche Profile. Dann hat er nach rechts, hast du es offen? Mann, ich sehe meine Cam. Gut, aber Moment, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie weit wir off lagen bei den Generatoren repariert. Wir liegen da richtig weit off. Ja, da müssen wir im Nachhinein noch mal den Schiedsrichter fragen. Bei den anderen Sachen ist aber alles richtig. Da ist nur dieser Fehler da passiert. Ja, ich wollte schon sagen, weil Leute... Wir waren auf einer falschen Seite gewesen, auf der Seite, weil wir was anderes rausgesucht haben. Ja, okay, aber das mit dem Spieler, wenn der Videoschiedsrichter-Assistent das später checkt, werden wir das anpassen. Aber die Frage funktioniert. Also nur, dass der Spieler entweder gebannt wurde oder sein Profil privat gemacht hat. Wie viele Moris hat der Spieler auf Platz 1? Boah, das habe ich sogar mal angeguckt, weil ich dachte mir, das ist voll interessant, dass es eigentlich jemanden gibt, der morit. Oh Gott, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 100% Ahnung. Ich bin 100% safe, richtig. Ah, 100, okay. Dadurch, dass ich meine Lösung schon weiß, yo, da hat er einfach ins Schwarze reingetroffen. Plus, minus, ein bisschen nur. Ich habe keine Ahnung, ob nicht, ob es 4 oder... Ja, komm. Ich meine, Morris, musst du dir mal vorstellen, ist sehr schwer, weil man es auch nur um... Ja gut, ich meine, 9000 Gens, dann muss er auf jeden Fall niedriger sein. Ich möchte, also Asics muss noch einloggen. Grants und Kleur haben eingeloggt. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und diesmal, ich habe extra noch 2-3 Mal gecheckt. Bitte bedenkt, ein Mori ist nicht ein Kill. Also an den Haken gehangen und gestorben ist kein Mori, richtig? Ja, nur Mori. Okay, sind wir uns also einig. Renko Mori, normales Mori. Alles die offiziell als Mori gezählt werden. Egal wie oft die Zahl jetzt ist, die Person, die gerade auf Platz 1 ist, hat weniger als das, was wir rausgesucht haben. Das heißt, er hat sein Profil privat gemacht. Das heißt aber, meine Zahl stimmt. ASIC sagt 6.500. Nee, niemals. Ach. Viel zu viel. Klör sagt viel zu wenig. 40.000. Ja, der hat richtig viel gekillt. 40.000? Ja, der hat richtig viel gemorrigt. Oh, aber Grant sagt, das ist nicht richtig viel. Grants hat 80.000. Ja. 80.000? Nein, das ja, wenn gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich kann leider nicht sagen, dass Kör gewonnen hat, denn der Spieler auf Platz 1 mit den meisten Moris hat knapp 10.000. Oh. Fuck, Klör! Und das habe ich sogar gerade nochmal gecheckt. Ich hab recht, ich bin Klör. Hä, mach dich über Grants lustig, der hat 80.000 gesagt. Ja, das war doch offensichtlich nur ein Joke. Moment. Ja. Wollt ihr euch mal ein bisschen rankommen lassen? Das war Killer 300, ne? Aber jetzt, der Videoassistent ist noch mal da. Ja. Bei der Generatorenfrage, die Antwort war 87.000. Klör hatte 110, Grants 120. Damit hat Klör diese Frage gewonnen. Dadurch verliert ASICS 300 Punkte und Klör bekommt 300 Punkte. Und dadurch ist jetzt alles. Ja, ich bin aber von den falschen Angaben ausgegangen. Das hat ASICS aber 50 Strafpunkte gegeben, einfach weil er die Punkte die ganze Zeit hatte und ich durfte. Das war ja meine Zinsen, die jetzt quasi weggefallen sind. Wie wär's, wenn du mal wieder das 100 bekommst, wenn eine große Klappe da unten. Okay. Und jetzt. Jetzt ist klar, glaube ich. Ne? Jetzt ist klar. So, ich nehme Add-ons 500.
Oh. Add-ons 500. Da bin ich raus. Diese Welches Add-on wird gesucht? An image is worth a thousand words. Immer diese Zitate. Kann doch mal einfach ein Bild angezeigt werden. Also, das ist das für ein Add-on. Yes, kommt man mit dem wirklich drauf mit dem Satz oder muss man es wissen? Das ist schon ein bisschen Bait. Warte mal, das steht da nicht drauf auf dem Add-on. Doch, das steht drauf. Okay. Aber steht man da kommt drauf, mit diesem. Nee, das riskiere ich nicht. Macht ihr mal. Ich finde 100, ich will dann noch, muss noch Miete zahlen. Oh, ich habe eine Vermutung wieder, aber. Ich werd nicht minus 250 kassieren dafür. 500 ist das, ne? Oh, da. Aber es ist ein Add-on, ne? Es ist kein Offering. Also, Grenz, ich soll dir sagen, dass du in deinem Stream ein bisschen zu laut bist. Also, wenn du da Mikro ein bisschen leiser machst. Du, also anscheinend nur du, ja. Boah. Das Ding ist, ich habe eine Vermutung. Aber das ist zu teuer, wenn es falsch ist. Wenn das eine 100er Frage wäre, ich würde sofort buzzern. Ich glaube ich auch. Image ich sag gleich, was ich sag gleich, was ich denke. Okay, ja. Ah, das ist doch dieser Zitat. Also, da hat sich da noch. Er nimmt er nicht so. Nennt dieses Add-on beim Namen, da wäre Artig schon raus. Der kann nicht Iridis Stone raus sagen. Was für raus. Du kennst die Add-ons, aber du wüsstest die Namen nicht der Add-ons. Natürlich kenne ich die Namen, hä? Okay, wie heißt die rote Schraube? Feder? Es geht gerade hier um dieses die Bloody Coil. Ganz kurz hier Fokus. Bloody Coil, seht ihr? Ja. Also, keiner von euch möchte. Ich will es ohne Buzzer sagen. Okay, dann was? Also, Buzzer ist geschlossen. Was denkst du? Freddy's Glasfoto. Ist nicht schlecht. Was denkst du, Asics? Ich dachte, so eine Art Pin von Legion, irgendwas. Ich hätte irgendwas von Künstlerin gedacht. Ja, irgendwie. Artist war für mich mein Bait. Ich wollte, dass ihr irgendwas von Artist nehmt. An image is worth a thousand words, aber nein! Das ist unser guter Freund Ghostface. Das ist die Outdoor-Security-Kamera. Ja, es ist so, als ob jemand diese ganzen Zitate da kennt. Outdoor-Security-Kamera. Weißt du, das ist so den Namen hättest du auch Worte. Sagen müssen. An image is worth a thousand words. Die Kamera von ihm. Man denkt so, das Klassenfoto von Freddy oder so. Nö. Hättest du das Add-on auch erraten können? Ja. Nein. Ich hätte es gewusst, na klar. Das ist meine. Das ist, die kenne ich alle, die Texte. Ah, ja. Okay. Ja. Okay. Ich muss mal wieder in Pluszustand kommen hier. Ja. Gib mir mal. Intros 100. Intros 100. Oh. Dann müsst ihr jetzt aber auch genau hinhören. Klar, so los. Zu welcher Map gehört dieses Intro? Ja, das ist Haddonfield. Wer war? Ich hab gleichzeitig gedrückt. Sitzt Grants näher an Dalu? Ist das ich sitze auf Dalus Schoß, man sieht ihn nur. Das kann im Hintergrund bei Dalu safe. Das war die easiest. Ich wollte schon antworten, weil ich dachte, ich hab's, hä? Da hast ich so. Haddonfield! danke. Okay. Grenz ist dran. Nochmal Intro. Ich darf schon wieder. Ja, komm, Intro 500. Intro 500. Oh. Die Frage ist klar, zu welcher Map gehört dieses Intro? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß es. Kannst du nochmal abspielen? Ich geb's euch nochmal. Oh mein Gott. Das ist das 2 von CSGO, oder? Die Krise. Die DVD-Map. Boah, ich bin kurz davor zu drücken. Nee, ich hab keine Ahnung. Das Ding ist, ich schwank jetzt zwischen zwei. Ich bin mir, oh mein Gott, wenn ich jetzt wieder falsch liege, ich hasse es. Ich schwank auch zwischen zwei, aber nicht. Ich warte mal hier. Ich trau mich nicht. Ich brauche mich nicht zu drücken. Ah, keiner von euch möchte. Weil, wenn du hättest mal so machen müssen, dass man immer nur minus 50 kriegt. So. Ja, Moment, schon minus die Hälfte. Fragen. Wir hatten in den anderen Profi-Quiz, warst du bekommst einfach das Minus, was die Frage wäre. Du hättest hier minus 500 bekommen, wenn es falsch ist. Ja, aber eben. Das ist doch, wenn man jetzt falsch liegt. Einfach minus 250. Ja, aber im Optimalfall liegst du richtig. Minus 500. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß es. Also, aber ich möchte wer buzzern oder nicht? Letzte Chance? Ich nicht. Okay, dann haben wir geschlossen. Was denkt ihr?
RPG oder The Game? RPG oder Eye of Horus. Also die Grand Theft Auto und Grand Theft Auto. Es ist. Nee, ich dachte Game oder RPG. Oh, ja. Aber das war 50-50. Ich wusste nicht genau, welches es ist. Hätte auch The Game sein können. Hätte jetzt RPG aber gezählt oder? Ja, RPG hätte ich. Okay. Wir wollen ja nur wissen. Hätte ja doch auch nichts gebracht. Oh, ich wollte es nicht riskieren, weil das so viele Punkte sind. Ja, das ist echt. Das Video 250 Punkte machen. Ja, seid ihr ein Profi? Komm ich wieder? Profis, ja. Oh, das kann ich mal. Creator 200. So eine Lore. Creator 200? Ja. Wie viele Survivor hat Klör vom Generator gezogen? Oh. 5. Boah. Ich hatte alle VODs nachgeguckt, um auf die Statistik zu kommen. Okay. Hab die selbst gezählt. Boah, wenn ich da jetzt falsch liege, ne? Das kann nicht wahr sein. Es ist so peinlich, weil man so falsch liegt. Das also es wurde eingeloggt. Das ist ja nicht The Klör, ne? Das ist ja dieser andere Streamer, oder? Also Klör, so wie ich ihn kenne, so schätzt er sich ein, er sagt 700 hat er gezogen. Oh, okay, eine Menge, sagt er. Drenz sagt 139. Hab ich so in Erinnerung. Und Asics sagt 320. Aber Klör, nicht so oft. Klör, ich wie wir ihn kennen, überschätzt er sich maßlos. 233. Oh mein Gott, wer ist das? Ich hab näher dran ist Asics. Asics ist sehr dran. Ich hab doch nicht in 7 Jahren nur 200 Survivor gezogen. Das ist die Schatzkiste. Let's go. Wissen wir, was er jetzt die nächsten Streams? Das war 200er, oder? Ja. Ich glaube 500 war das. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, das war die 200er Frage. Das Ding ist, dass ich eigentlich eine Weile lang Spirit gespielt habe mit diesem No-Face-Sound-Add-on, als das noch OP war. Ja, aber überleg mal, 200 ist gar nicht so wenig. 200 ist schon. Überleg mal, ich habe 7 Jahre DVD gespielt. Ja, aber so gut wie du in-game bist und so gut wie du im TS bist, ist ja ein Unterschied. Das ist so geil. Grant. Ach, ich schon wieder. Haben wir Klaus gelassen? Ja. Echt? Ja, es wurde gerade einfach Asics genommen, aber ich habe das hingenommen. Wie ein Mann. Ja, dann mach du da erstmal jetzt. Okay, Intros 400. Ich muss jetzt comeback. Also, ist ja einfach. Zu welcher Map gehört dieses Intro? Ich hätte mehr auf Intros achten sollen in DBD. Man hört's jedes Mal. Jedes Mal, wenn man das spielt. Man kriegt's immer mit, aber man blendet's irgendwie aus. Jedes Mal, wenn die Map geladen wird, also wenn ich kommt der Sound. Also wenn ich meinem Instinkt folge, weiß ich's, aber ich... ich gebe euch nochmal. Warum? Ja. Hä, das ist... Ich hab keine Ahnung. Generische Sounds, ne? Ich hör das 1000 Mal am Tag gefühlt und ich hab keine Ahnung, was also das irgendwie, ist. Das Ding ist, ich hab keine Ahnung. Aber Haddonfield habt ihr erkannt, ne? Ja, okay. Ja. Das Ding ist, meine Muscle Memory hat direkt mir ein Bild ins Kopf geschossen, aber ich weiß halt nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich hab eine Vermutung, aber ich riskiere keine 200 Punkte. Ich sag's gleich. Oh, es kann nicht wahr riskieren. Sein. Wie können wir das denn nicht wissen? Das ist schon peinlich, gell? Dass wir das nicht... Wir könnten uns darauf einigen, dass wir alle riskieren, also jeder buzzert, und gucken, ob einer richtig liegt. Dann könnte jeder was sagen und es würde sogar was bringen. Ich muss diesen zwei entscheiden. Guter Punkt von Claire, aber ob wir das auch machen? Kann man machen. Das riskiert, Chat. Kann man machen, ja. Ach, Karl, scheiß drauf, komm. Also, ich glaube, es ist entweder The Game oder Ormond. Und ich glaube, ich sag Ormond. Und das ist falsch. Oh mein Gott, ich hab kurz Arschplattern gehabt. Das kannst du nicht. Ich riskier wenigstens was. Ja, wir machen das jetzt alle. Ich jetzt auch. Oh ja. Bad Time Preschool.
Da haben wir's. Das ist falsch. Nein! Das ist falsch. Ich hätte tatsächlich auch The Game gesagt. Es ist auch leider nicht The Game. Okay, das wäre auch echt bitter gewesen. Warte mal, ist es Asylum? Nein. Okay, Gott sei Dank. Warum hat Klör jetzt 0? Weil ich 200 Punkte verloren habe. 100 Punkte. Ach so, ich dachte, das ist richtig. Nein, ich habe nur reingebaitet. Es ist Yamaoka Estate. Das ist Yamaoka. Yamaoka. Das ist Yamaoka. Ted, wusstet ihr das? Warte mal kurz gucken. Bei mir schreibt Silent Hill, Ormund. Guck mal, die haben auch Ormund geschrieben. Das war Yamaoka. Das kann nicht wahr sein. Nö. Ja. Wir sind die größten Flaschen in diesem Spiel. Aber guck mal, wir haben doch noch ein Intro, oder? Wer ist dran? Grants? Ah, ich bin. Komm, ich mach Maps 300. Maps 300? Ormund. Jetzt haben wir eine Profi-Frage. Oh, shit. Klör beiseite. Es gibt 19 Rames und 8 Subrames. Nenne mir 3 von den uns bekannten Subrames. Realms. Achso. Das sind Rames. Nenne mir also, die Rames ist zum Beispiel, also die normalen Rames sind ja die... Macmillan? Ja, genau, sowas. Und es gibt aber noch Subrames, die keine Maps sind. So 1, 2 als Beispiel nennen. Nee, das wäre... Wenn ihr es hört, denkt ihr euch... Fuck. Nee, ich weiß es. Also die quasi alleinstehend. Nee, ein Subrame ist nicht spielbar, aber lore-mäßig existent. Ach so, oh mein Gott, ich hätte reingebastelt und drei Spielbar-Maps. Also es sind keine Maps auf diese, also es ist nicht so, dass es wie Cowshed oder Macmillan oder sowas. Ich dachte jetzt sowas wie Midwish, was er alleine ist. Alter, oh mein Gott, ich schreibe so gut, ja, dass du das gesagt hast. Also die Subrames, das heißt auch offiziell wirklich so, sind Orte, die lore-mäßig existieren, die auch ja relevant für die Geschichte sind. Ich bin da raus, leider. Boah, ich hätte jetzt einfach die Maps genannt, die allein stehen sind. Ja, aber übel, Dead Dog, Ormund, Midwish, aber okay, nee, dann mach ich nicht. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Und es gibt 8 nicht spielbare, aber Realms. Ja. Und wenn ich euch das gleich sage, dann denkt ihr... Mach keine Show. Ja. Nee, aber also mir wird jetzt auch vielleicht also, einer einfallen. Willst du mal ein Beispiel sagen? Wenn ich euch ein Beispiel nenne, dann habt ihr es. Dann kriegt ihr auch die anderen. Das heißt... Also nicht alle, ihr werdet nicht alle kennen, aber kurz zu drei sagen, Jahr. Ihr habt die Frage einfach kacke formuliert und sobald wir erstmal wissen, wie sie wirklich gemeint ist, wissen wir, ja, Moment, wir, die Dinge müssen. Heißen halt Subrames. Das ist halt offiziell die Bezeichnung dafür. Es ist doch schon wieder zum Mäusen. Okay, pass auf, dann gebe ich euch allen einen Tipp. Ihr habt ja alle was davon. Wo bringt dich denn zum Beispiel der Entitus hin, wenn du, also, ja, gut, wenn du stirbst? Ja, die Entity. Aber da brauche ich trotzdem noch 2. Oh, keine Ahnung, Alter. Zählt sowas wie. Ach, keine Ahnung, das ist dumm, aber Hedge? Nee, okay. Du schüttelst schon den Kopf dann nicht. Hedge ist auf jeden Fall schon falsch und. Muss ja auch nicht weiter was sagen. Ja. Also, okay, erstmal will ich die Minuspunkte reinrasseln, sehen, bevor ich jetzt weiter. Ja, wie viele waren das denn? Was war das für eine Frage? 300? Ich meine, das kannst du uns gleich nachsehen, wenn wir hier raus. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe auch. Ich glaube, es war 300. Aber das war's. Ich halte das mal auf. Ich gemeint ist. Ich krieg höchstens 2, glaube ich, zusammen. Grants, der die auf YouTube alle vorgelesen hat, die Lores. Der müsst ihr normalerweise durchgehen. Das war 2016. Also, ihr werdet's wissen, wenn ich es euch gesagt habe. Also, es zählt sowas wie. Okay, ich sag es nicht. Ja, soll ich ja nicht beantworten, ne? Ja, aber das zählt, ne? Euch, was du sagen wolltest. Ja. Also ich darf wahrscheinlich nicht mehr, gell? Okay? Das ist jetzt vorbei bei mir. Genau, du kannst nicht genau. mehr. Genau, du bist raus. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Nee, ich buzzer nicht. Also 3 kriege ich. Klar, buzzerst du? Nicht. Okay. Nein. Wahrscheinlich dann ist Buzzer geschlossen. Feigling. Also, ein das Subrame. Ein The Campfire ist ein Subrame. Ja. Campfire. Aber auch, der Demogorgon hat auch eins. The Upside Down. Und Klar hat eins genannt. Die Dreamworld von Freddy. Ist auch ein Subworld. Und noch dazu The Campfire, Dreamworld, Ethereal Plane, The Otherworld, Spirit World von Spirit natürlich und The Void. Ach, das Archiv nicht. Okay, gut, zum Glück habe ich nichts. Ja, aber das Ding ist, traut man sich ja nicht zu sagen, die Upside Down, weil ja eigentlich, ne, so. Ja, aber Hedge zählt dann, ich weiß ja, okay, kann nicht wahr sein. Und die Hedge bringt dich ja zum Campfire quasi, ne? Ja, aber es ist halt auch so ein Ort, weißt du, dachte ich so, keine Ahnung. Hättet ihr das gewusst, Chat? Mal kurz gucken. Also ich hätte Dreamworld, ich war bei Dreamworld von Freddy, dachte ich mir, das ist ja theoretisch ein anderes Realm. Ja, hätte ich aber Entity gesagt, weil Entity. Also, aber
Campfire, Dreamworld, also Dreamworld und so Upside Down sind so die gängigen. Spirit World ist halt zum Beispiel, wenn die Nurse blinkt. Und ich glaube sogar, also auch natürlich, wenn Spirit unsichtbar ist und so weiter. Also das sind so die Worte. Gott, sind wir schlecht. Das musste, aber ich habe das sind nur 7. Ich bin stolz auf mich. Ja, das andere war, ich habe es rausgesucht. Das Archiv bestimmt. Es kann sein, dass das Archiv war, ja. Ja, dann hätte ich es ja gewusst. Dann, hättest du es gesagt, dann ist es ja gewusst. Kannst du ja, geht ja gar nicht. Quatsch. Das ist ja nicht, dass das Archiv nicht ist. Nein. Weiter. Verdammt, ich riskiere so viel, aber es macht so viel Spaß. Wer ist jetzt dran? Du, glaube ich. Ich habe gerade. Okay. Maps 500. Oh. Eine große. Ich gebe Oh, das ist vielleicht sogar wirklich was für euch. Ach nein. Vielleicht ist die Sortierung ein bisschen falsch und es gibt jetzt 500 für die Frage. Wie heißen die beiden Maps vom Realm Red Forest? Scheiße. Temple of Purgation und Mother's Dwelling. Ja. Das ist richtig. Mother's Dwelling wusste sofort, aber Temple of was? Mir ist Purgation nicht eingefallen. Das Purgation, Temple of Purgation und Mother's Dwelling. Oh, 500! Oh, das tut weh. Oh, ich wusste auch was. Nein. Ja, das war ja richtig worth it. Oh mein Gott. Oh, das hat weh getan. Oh mein Gott, das war gut. Das war was für Pros, ja. Killer 400. Killer 400. Oh, okay. Wie viele Hooks hat der meiste Killer? Nein. Ich möchte von euch wissen, welcher Killer hatte einen Auftritt in einem anderen Spiel und welches Spiel war das? Keine Skins und keine DBD-offiziellen Spiele. Mit keine DBD-offiziellen Spiele ist natürlich gemeint, nicht das Dating-Sim-Game. Das ist nicht das, okay, was ich suche. Wie ist das? Also, wenn es mehrere sind, muss man alle nennen und wie viele Punkte? Was war die 400 war es, ne? Welcher Killer hat einen Auftritt in einem anderen Spiel? Aber welches Spiel war das? Ich habe was im Kopf, aber das ist ein Skin. Also. Ich weiß auf jeden Fall was. Aber es sind sogar zwei. Nee, ich glaube, du vertust dich. Keine Skins, keine DBD-Spiele. Ja, aber das heißt ja nur, dass der Killer so aussieht wie in DBD, aber in einem anderen Spiel. Genau. Hä? Guck doch, Peikling. DBD-Killer in einem anderen Spiel. Ich hab ne Ahnung, aber ich hab's ja auch. Ach so, und bitte, das ist nicht gemeint, weil mein Chat sagt das und das ist auf jeden Fall gut, dass ihr das nicht direkt gebuzzert habt. Bitte nicht Wesker aus Resident Evil und Nemesis aus Resident Evil. Ja, das ist also. Ich dachte, Also es ist schon wirklich, wer aus DBD in ein anderes Spiel gepackt wurde und nicht wer aus einem anderen Spiel in DBD kam, weil der war ja offensichtlich auch vorher in einem anderen Spiel. Ich riskiere es einfach, komm, just for fun. Ich hab's da gespielt, PUBG. Trapper? Das habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Und nein, es geht nicht um die Skins. Also das ist leider Skin, falsch. Okay. Ja, also, es ist nicht wirklich Trapper, sondern ich habe noch was anderes im Kopf, aber dann wird es auch nicht sein. Nein, also bei PUBG gab es ja für die Survivor mehrere Skins einfach nur. Und du spielst ja einen Killer, aber du spielst nicht den Gunslinger in PUBG. Es ist wirklich, der Killer ist aus DVD genommen worden, in ein anderes Spiel gepackt worden. Welcher ist es? Aber ist der da jetzt drin oder ist das nur ein Event gewesen? Hatte einen Auftritt. Okay, hatte einen Auftritt. Das Ding ist, ich wüsste was, aber waren das Skins? Aber man konnte den ja nicht wild. Also das war wieder nur ein anderer Tat, der aussah wie Trapper. Ich hab Trapper gesagt, aber das ist ja nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß man es gleich eh, wenn es dann gesagt wird. Aber. Das Ding ist, wer hat die Fragen gemacht? Hat die Dalu gemacht? Die kommen. DBD habe ich fast alle Fragen gemacht. Boah. Riskiert doch mal was. Ich habe auch was riskiert. Komm, wir spielen das just for fun. Warte mal, jetzt mal ganz kurz. Ich habe auch noch ein Game im Kopf. Ich gebe euch 10 Sekunden. Ich mache einfach. Und wenn ich minus 200 kriege, okay, For Honor. Welcher Trapper. Killer? Das ist der Trapper in For Honor. Ja, niemals, oh niemals. Gott, es gab ein Event, Survivors of the Fog, wo For Honor 4 gegen 4 ganz normal gespielt wurde. Doch, der und Klirr. Es gab einen Boss, der über die Map lief, und das war der Trapper. Der konnte dich sogar Morin und an den Haken hängen.
Es war. Das wollte ich nämlich, bis auf du das gemacht hast, weil du und ich, wir haben beide For Honor gespielt. Wir wissen das. Ja! Der Tramp und die Huntress war auch in For Honor, ja, aber nur als Skin. Genau, der Trapper war als Boss auf der Map unterwegs mit Terrorradius und Co. Ja, und For Honor wäre auch falsch gewesen mit dem Skin. Ja. Das ist ja nur ein Skin, genau. Das ist wirklich der Trapper. War DBD als Skin in Fortnite? Ich kann mir gar nicht vorstellen, das ist ein Kinderspiel. Glaubst du, war das der Demo als Skin? Der Demo, ja, aber der kommt ja nicht. Okay, denk dran, der Demo, den gab es schon vorher, ne? Der ist nicht aus DBD. Also, ja, ich weiß, ja. Aber schon. Okay, also, gut, gut, gut. Ja, wolltest du noch? War Dwight noch dabei oder so? Wolltest du nur gesagt haben. Okay, oh, das ist mir ein Stein von der Schulter. Ich hätte unter Gwenz landen können jetzt. Das wäre kritisch gewesen, weil Gwenz weiß alles, was mit los ist. For Honor habe ich nicht gespielt, aber ich hätte es wahrscheinlich wissen können. Dalu hat das, glaube ich, mal erzählt. Ja, das war auch einfach saugeil. Die ganze Map in For Honor wurde umdesignt. Hatte diesen Nebel an allen, gar nicht so lange her, an allen Punkten stand ein Generator drauf und so. Die ganzen Sachen, da wurden locker hingelegt, also wurden Sachen einfach als locker angemalt. Also es war wirklich ein geiles Crossover. Und in DBD, also ihr als DBD-Profis, wie fandet ihr denn euren Helm, den ihr als Anhänger bekommen habt? Ja, Wahnsinn! Oh, macht da Modi! Krempelt das komplett um, macht Skins und Morris rein, Animation, alles For Honor, praktisch ein halbes neues Game programmiert. Und wir kriegen einen Charm. Wir uns an den Haken. Haben noch nicht genug. Der Held vom Warden, der Hammer. Wer war dran? Okay, cool. Ich war dran. Glaube ich, ne? Das war Asics, genau. Das ist Asics. Survivor 400. Survivor 400. Bock. Ja. Oh, er lacht schon, ey. Welcher Charakter hat offiziell die Rolle beziehungsweise den Titel Ruhiger Künstler? Nice. Ich möchte euch einen Hinweis geben, damit ihr wisst, in welche Richtung das geht, falls ihr auch damit nichts anfangen könnt. Dwight würde zum Beispiel hat den Titel The Leader, der Anführer. Ah. Der Leader. Aber ja. Wer ist denn der ruhige Künstler? Ist das richtig gegendert? Stimmt, ist das richtig gegendert? Also es ist ein männlicher Ihr stellt mir keine Fragen, ich stelle dir die Fragen. Komm, ich riskiere es mal, Kate Danson. Es ist leider nicht Kate Danson. Hä, das sieht doch ruhiger Künstler. Oder hast du das ist falsch getendert? Ja gut. Wie viel waren das? Ich vergesse immer... Ich habe zu viele Minuspunkte. Ich will nicht noch mehr. Ich habe absolut keine Ahnung. Das wäre bei mir wirklich ein Raten ins Blaue. Und das ist ja über nicht worth. Riskier mal was, du hast 900 Punkte. Ja, hey, ich habe gerade was riskiert. Ich habe gerade gebuzzert als hier. Auf Spawner. Klammer. Keiner von euch wusste das. Mach du, dann mach ich auch. Du willst einfach nur mit deinen Minus. Mach du, dann mach ich auch. Ich glaube, ich noch mehr Punkte. Ich habe keine Ahnung. Null. Also es ist nicht mal so, dass ich einen Ansatz hätte. Gar nichts. Nichts. Ey, ich riskiere so viel. Ich habe so viele Minuspunkte. Ja, das sieht man auch. Ja, du bist wirklich... Wie im Rocket League. Ich riskiere so viel. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Aber ich nehme an, ihr wollt nicht buzzern. Der Buzzer ist zu. Ich fand, das war so schön beim Jane. Lesen. Ey, darf ich aber nicht. Ja, raten oder buzzern? Buzzern? Achso, ja. Okay. Ja, ich habe ja noch nichts gesagt. Was willst du sagen? Dann buzzer doch. Ach, keine Ahnung, ey. Fuck it. Ich glaube auch, dass es vielleicht falsch geschrieben wurde wie Künstler, sondern ich glaube, es ist näher. Es ist nicht näher. Oh, er Dalu hat ein Talent dafür, das so vorzulesen. Ich bin einfach so blöd. Ey, jetzt mal der ruhige Künstler. Ihr hättet wahrscheinlich nicht drauf kommen können, denn... Bill. Das ist natürlich Jeff. Jeff geschrieben. Jeff ist der ruhige Jeff, Felix, Jeff, Ashley. Kennt man ja, den alten Rocker da. Das näher, safe näher. Deswegen, ich bin so alle Titel durchgegangen und dann komme ich so bei Jeff an und der hat auf dieser Seite dieses grimmige Bild, so ruhiger Künstler. Ja, die nehme ich, das ist eine gute Frage. Ruhiger Künstler, wirklich. Das ist eine 400er-Frage, ja. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Gut gekämpft. Die kam von Ace? Wenn die Frage wechselt, ist vorbei, oder was? Was?
Das macht gerade zu viel Spaß. Die Fragen, ist das alles? Oder ja, mal Template? Das ist, ich hätte gern noch eins gemacht, aber vielleicht lade ich euch nochmal ein und mach's einfacher. Nein, Quatsch. Ah, ich hab noch mal auf das Key. Aber vielleicht, wer ist dran? Klar. Ja. Okay. Add-ons 200. Add-ons 200. Ja, dann bin ich wieder raus. Welches Mann. Add-on wird denn gesucht? The Iridescent Glass Cut Through Flesh and Soul. Ja, ist das ein Bait? Ist das ein rotes Add-on? Boah, ich hab wieder was im Kopf, aber ich trau mich wieder nicht zu drücken. Iridescent Glass Cuts Through Flesh and Soul. Ja, ich hab auch was im Kopf, aber... Aber das ist nicht Iridescent, das ist... Ja, ich denke jetzt halt nur an die Roten, weil ich diesen blöden Wort... Weil was das halt Safe Bait da, du sagst das so... Oh, 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 da ist das Wort Iridescent drin, da werden die alle denken, das ist rot. Moment, ist das ja nicht eine 200er-Frage oder so? Ja. Dann werde ich euch doch nicht reinbaiten. Klar, komm. Hä, ey, lass mich doch mal überlegen, so klar, komm. Was hätte ich denn so? Lösungen? Wir können jetzt zusammenarbeiten, was denkt ihr denn? Teamwork, Freunde, Teamwork. Ich glaube, das ist eine Spirit oder von hier, wie heißt, Myers. Spirit oder Myers, dachte ich, aber kann Myers, Myers war schon. Ja, das eben, deswegen kann, ich glaube, ich ist Spirit, weil die auch so aus Glas besteht. Also, weil sie aus diesem Glas, gibt es so Glasdings. Es riskiert nicht. Safe ist das jetzt gleich irgendwie wieder. Also, ihr wollt alle nicht antworten. Also, dann schließen wir den Buzzer und ihr quatscht. Was denkt ihr? Also das, ja, was Essex gesagt hat, gibt schon Sinn. Ist geschlossen, halt. Ja, kein Buzzer mehr, kein Buzzer mehr. Ich schau kurz Chat, Spirit Huntress. Also, mit Glas auf Spirit zu gehen, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass Eerie Head theoretisch aus Glas besteht. A glass-like hatchet head molded from the fall. Das hätte ich niemals gewusst. Ich hätte sowas von verkackt. Also, die Eerie Add-ons wurden immer vom Entitus erschaffen, um die Killer ein bisschen zu pushen. Oha, im Chat wusste es jemand. Krass. Bei mir auch, oder? Eerie Head. Das, ja. Also die Eerie Add-ons für die Killer ist immer so ein bisschen ein Reward vom Entitus für den Killer. Das hätte ich nicht gewusst. Aha, und deswegen ist es aus tektonischem Glas. Ja, es wurde vom Fog itself geschmiedet. Ja, ja. Oh. Eerie Head. Ich habe keine Punkte verloren. Es ich bin nur noch bei minus 56. Iridescent. Ich glaube, ich komme, ne? Intros 200. Hätte ich nie gewusst. Intros? Oh. Intros 200. Oh, das ist jetzt dann wieder. Hört doch jetzt mal genau hin. Ich höre genau hin. Ich möchte gerne wissen, zu welcher Map gehört denn dieses Intro? Warum könnt ihr denn nicht mal kaufen? Und deswegen wollte ich beim letzten Mal nicht sagen, dass ja! Da hat man diesen Schnee gehört. Ja, genau. Null. Let's go. Hä, also warum sind ihr nicht cold, wenn ich warte, ob das Schweinequietschen endlich war. Chad, let's go. Willst du aufgeben, klar? Du hast dreimal so viele Punkte wie ich. Grenz. Okay. Nehmen wir mal Killer 500. Dann sind die 500er weg. Welcher Killer trägt den Namen Talbot Grimes? Oh. Talbot Grimes ist die Fäule, also Das hätte ich nicht gewusst. Oh, ja, ich weiß gerade, Blight auf Englisch. Talbot Grimes ist der Name vom Blight. Nein! Ich hätte das nicht gewusst. Ich hätte warum das nicht gewusst. Weißt du so was? Albert Grimes. Aber liest du dir alles durch, Grunts? Nein, die Namen habe ich irgendwie immer drauf. Keine Ahnung. Das ist so. Okay, keine Frage mehr. Damit es ein bisschen persönlicher ist, weißt du? Stark, ey. Starke Aktion. Ohne Klör. Doch nicht. Hast du 500 bekommen? Ja. Ich glaube, ich habe die noch nicht. Ich glaube, ich auch noch nicht. Klör. Ich kann ihn aufholen. Was sagst du zu Talbot Grimes? Maps 400. Maps 400. Ja. Welche Map wird in den Game Files auch als Hideout gekennzeichnet? Ihr habt, okay. Wirklich. Ihr geht aber auch für Fragen. Ich glaube, The Game.
Und da glaubt Grenz richtig. Ja. Gideon Meatplant. Okay, warte, the game. Woher weißt du das? Wie weil weißt du das? Weil von Amanda Young ist in Saw-Film. Ach so, das hast du dir jetzt in 2 Sekunden zusammengeregelt. Ja, Hideout ist doch, ist Versteck halt, ne? Okay, wir haben keine Chance. Asics, verbünden wir uns. Zusammenarbeit, wir gehen gegen Grenz. Stark, Minuspunkte. Wirklich stark, ja. Also in den Game-Files wirklich ist The Game als Hideout wirklich auch noch gekennzeichnet. Also das heißt das in den Files. Nicht wahr, ja, GZ, Grenz, GZ, das ist verdient. Also der weiß ja alles. Komm ich wieder? Ja. Creator 400. Ich brauche Punkte beiseite, Freunde. Wie oft ist Dalukart alleine vom Haken gesprungen? Kenn ich nicht. Also als Kobe, nicht mit Deliverance. An Kobe? Wirklich 4%. Wie oft gehittet? Oh. Zähl mal runter, dass die anderen Gruppen kommen. Wieder so 9000 oder so. 69.000. Oh, 69, das klingt doch. Ich glaube gar nicht mal so viel. Wow. Ich glaube, ich habe 4% schon. Ich habe zu wenig, glaube ich. Kein Daily, nur 4%. Kein Daily, einfach nur mal gecovid. Stimmt, hat Dalu die ganze Woche mal heimlich erhöht den Einsatz gespielt und so. Du hast eingeloggt, das heißt, da kann ich mehr ändern, oder was? Ich kann nicht mehr ändern, ich habe zu viel. Ich habe zu wenig, glaube ich. Lass nur klar. Ich habe noch gar nicht eingeloggt. Ja, Essex will ja Co-op. Ja, der macht jetzt einen weniger als Klör, wenn Klör seine Zahl sagt. Ja, das war aber gerade mein Ziel. Ich hab 5. 5? Ja. Okay, dann mach ich. Dalu würde jede 4% auf Twitter posten als Video. Also, wir haben hier relativ unterschiedliche Antworten. Wir haben Grenz mit 12. 12 draußen mir zu, ja. Ja, du machst halt nie die 4%, weil du halt Ehrenmann bist. Klar. Nein, der wird immer kurz vorher runterstimmen, wenn man den High abrufen möchte. Bei mir nicht. ASIC sagt 60. Ja, ist zu viel. Was soll ich sagen? Verklag aber ich bin eine absolute 4%-Legende. Nein, hör doch auf, ja! Ich bin nämlich 13. Schon über 100 Mal vom Haken gesprungen. 143 Mal. 143 Mal. 4% Dollar. Wie viel hab ich nicht mal? Das ist echt viel. Ich bin der King auf 4%. Ja, deswegen ist das da drin, die Frage. Oh 143 Mal, Grenz? Hä? Was ist los? Ja, weil Dan macht nie. Der versucht mach ich in einer Runde. Damals, Grenz, habe ich das Spiel nie richtig gespielt. Du erinnerst dich. Ich habe das Just for Fun gezockt. Wir haben immer gedrückt. Chat, bald wieder Wir haben immer einfach versucht. 143 Mal. Bald wieder schwarze Zahlen, Freunde. Hätte ich einfach auf die 69 wieder gegangen. Och, Mann. Ey. Ja, true. Oh, mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Oh, mein Gott. Ja, let's go. Ich muss wieder positiv kommen. Ich glaube, alle Punkte zusammengerechnet. Die Punkte muss er nachher noch wieder retten. Muss er an Dalu bezahlen. Wird knapp, klar. Okay, ich nehme Survivor 200. Survivor 200, die letzte Survivor-Frage. Ihr seht jetzt gleich auch ein Bild. Ihr könnt mit der Maus da drüber gehen, dann wird das größer. Das ist relativ wichtig, falls ihr jetzt gleich beantworten, weil ihr es vielleicht nicht direkt auf Anhieb seht. Zu welchem Survivor gehören diese Perks und wie heißen sie? Oh, wie heißen sie? Muss man bei den zweimal Vor- und Nachnamen? Ja, mir reicht ein Vorname. Nein, 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 ich habe gerade eine Frage gestellt, das ist unfair. Grenz. Ich weiß alles. Ich weiß Korrekturmaßnahmen bewältigen, Exponential, und es ist Jonah Vasquez. Das klingt ziemlich richtig. Was würdet ihr sagen? Ich hätte alles gewusst. Jonah, ich hab das mittlere Projekt. Ich hab gerade noch gefragt, ob ich den Nachnamen von Jonah kennen muss. Oh, aber no. Grenz kannte ihn sogar. Aber muss man den Nachnamen kennen bei solchen Dingen? Ja, nee, ich hätte in dem Fall vielleicht nein. Ich wollte nein sagen, aber Grenz wusste alles. Es war ein 200er, ne? Aber ja, trotzdem war gut. Dann Bonuspunkte für den Nachnamen. Ich wusste alles. Ja! Komm ich wieder? Ja. Ich glaub, du, ja. Maps 200. Come on. Auf welcher Map befinden wir uns? Oh. Wolf. Kann nur zwei sein, ne? Oh.
Boah, ich glaube, ich weiß es, aber... Ich glaube, ich will es nicht riskieren. Ich, aber ich, es hab, ist halt wieder risky, ne? Es ist entweder... Wie viele Punkte gibt das? 200. 100 minus, wenn du falsch bist. Ja, das Problem ist, also es könnte, wenn das jetzt falsch ist, heißen, dass ASICS, glaube ich, noch eine Chance habe, mich aufzuhören. Wenn ich einfach chille, dann hat er gar keine Chance. Wie wär's, wenn du einfach mal was riskierst? Hä, was ist los? Du bist so langweilig, dann riskier mal was. Komm, jetzt mal den Buzzer. Jetzt mal ernsthaft, ich habe gestern noch, ich mach's jetzt auch einfach, einfach nur, weil ich gestern so ein ähnliches Schild gesehen habe mit einem ähnlichen Design und das war einfach Be Quiet auf Midwich. Das ist auch gesagt. Ist... Silent Hill, Midwich, Elementary School. Ich hätte es riskieren sollen. Das war der gute Earth Day 2021 Nature Guide. Da konnte man sehr viele dieser Bilder auf unterschiedlichen Maps finden und hat nach Tieren gesucht. Und der Wolf, der wurde auf Midwich gefunden. Da war ich krank an dem Tag. Ach Mann. Einfach nur, weil ich gestern in der Biblio habe ich so ein ähnliches Schild gesehen, wo aber einfach Be Quiet drauf stand in der Biblio. Das sah so aus. Ich dachte, man erkennt es vielleicht doch relativ gut an dieses ganz rostige Design oder so. Ich finde, das gibt's sonst nicht. Mir fällt keine andere Map ein, die so in Indoor, schlammigen Häusern so Indoor-rostig aussieht. Ja, das war echt einfach. Easy Punkte. Ja, war auch easy. War auch eine 200er. Das war wirklich, das war 200. Also, das war 500. Ist ein Profi-Quiz. Aber dann, wie heißt die beiden Maps von Red Forest? Ja, das ist 500. Das war eine 500. Ja, da haben wir vielleicht falsch sortiert. Ja, okay, let's go. Wer muss nicht, glaube ich, ne? Killer Grenz, 200. Ja. Killer 200. Ihr müsst wieder mit eurer Maus über die Bilder gehen, denn ich möchte wissen, welchem Killer gehören diese Perks und wie heißen sie? Oh, Legion, Discordant, Mad Grid und Iron Man. Ja, aber ich möchte noch wissen, wie die vier von Legion heißen. What the fuck? Nein, das möchte ich natürlich nicht. Was? Oh mein Gott! Ja, das Ding ist, ich musste den Namen nennen. Die Strategie war eigentlich clever. Jeder kennt die Perks und weiß den Killer, aber er muss einfach den Buzzer. Ich hab mich gerade so erschrocken da. Du machst doch keine Show. Ja, mit Nachnamen auch. Mit Nachnamen. Hey, ich musste eigentlich gerade auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach doch nicht sowas. Warte, war das 400? Ich muss mir das unbedingt merken. Wir müssen das 600, irgendwo aufschreiben. Nee, ich glaube 100. Was, ja, weiß das einer gerade im Chat? Weiß das einer im Chat? 200, glaube ich. 200. Ey, das ist halt wieder, also ich muss bei der Session, wenn so eine Frage kommt, buzzer ich auch sofort. Das ist ja easy. Oh mein Gott. Hä, was machst du? So buzzer, das ist doch sofort easy. Weil ich erst überlege und dann buzzer. Was ich glaub, aber Essex, so habe ich dich da ranbekommen mit nimm mir die vier Namen. Ich muss sagen, auf Toilette, aber jetzt hat er erledigt. Ich Okay, ja, noch ist vier Fragen, weil es sind 700, es sind 900 Punkte noch offen. ASICS kann alle, ne? Nicht mehr. Ja, aber ich bin stolz, weil ich was riskiert habe, Mister. Ich mache nur auf Safe Play. Ach so, die 1100 Punkte habe ich bekommen, weil ich nichts mache. Ja, wer war dran, Grins? Ich hatte gerade. Dann ist Clear. Addons 400. Welches Addon wird gesucht? Deals made in desperation are paid for in madness. Hätte ich mir doch einfach mal gestern einfach so random alle Zitate durchgelesen. Aber vor allen Dingen, welches Addon? Nicht mal Killer. Ja, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, aber niemals riskiere ich das jetzt. Wenn ich jetzt minus 200 mache und ASICS dann auch mal richtig ist, weil er so reinrät, dann habe ich wieder auch ein Problem. Ey, du, was bist du für ein Schisshase? Mach das mal. Du musst ja auch Grants überholen. Wie sieht es aus, wenn du Zweiter bist? Voll peinlich. Also, ich will mit nichts mehr zu tun haben. Ich hab nicht erwartet, dass ich Grants besiege. Der Typ hat YouTube-Videos gemacht darüber. Klar, ja, komm, mach das. Er hat sich eingelesen. Komm, Klar. Nö. Hä? Lass mich in Ruhe. Geh für dich. Ich nehme an, ihr wollt nicht buzzern. Klar, ASICS? Nee. Klar? Nee. Okay, Buzzer geschlossen. Was denkt ihr? Der König. Legion Doktor. Oder Doktor, ja. Ich finde, die Addon-Texte lassen immer auf einen anderen Killer noch zusätzlich hin. Ja, also, Spirit. Ich denke, hier wäre der baited Doktor wegen In Madness, oder? Ja, ich würd sagen, das ist Spirit. Irgendein Addon von Spirit. Aber die Deals sind vielleicht das Wichtige hier, denn es geht hierbei um die Iridescent Coin vom Ganzlinger. Was? Ah, okay. Das hätte ich niemals gewusst. Niemals. Wollen die Madness? Passt doch gar nicht auf ihn eigentlich, ne? Das
kann nicht was. Wer liest denn diese Texte ja durch? Keine Sau. ich jetzt gemacht. Ja, okay. Aber okay. Das nächste Mal mache ich einen Quiz und dann war da eine harte Sache. Das hätte ich euch gesagt. Das wäre ein Ding, das hätte man wissen können. Okay, ich muss jetzt ein bisschen rasieren. Ich muss hier noch Grants abziehen. Wir haben noch 3 Fragen. Ja. Das hat Clur gesagt, also ASICS. Creator 300. Creator 300. Nice, und jetzt nicht. Kommt die Frage über Grants. Wie viele Protection Hits hat Grants für Unhooked Survivor genommen? Minus. Alle. Zählt alle? Oder? Haben wir auch Minuszahl eintragen? aber Protection Hits nur, wenn der auch abhuckt wurde. Protection Hits nur, wenn die Seite, die das trackt, das sagt. Aber warum dann Unhooked Survivor? Man kann das doch steht auch so da. Protection Hits. Nee, haben. Aber da steht Unhooked Survivor. Geht um die Statistik für Unhooked Survivor. Boah, ist das schwer zu schätzen. Ja, deswegen ist es ja eine Schätzfrage. Natürlich sollen da Sachen sein, die ihr nicht wisst. Protection Hits für Unhooked Survivor. Also vor BT würde ich sagen, wo das ja am meisten gezählt. Warum denke ich laut? Es ist schon viel. Man verschätzt sich, glaube ich. Ich sehe, dass Grants eingeloggt hat. Ja, ich bin noch mal im Kopf durch. ASICS hat auch eingeloggt. Ich brauche eine Antwort von Klörsen. 3, 2, 1. Verleider vorbei. Minus 500. Er hat nicht eingeloggt, schade. Ich log einfach mal ein. So, wir haben von allen 3 eine Antwort bekommen und diese Schätzfragen sind insane bei euch. Weil ja, ihr seid aber immer so krass weit auseinander. Klör denkt, Grants absolute Ultimate. 800 Mal. Ab 800 Mal. ASICS kennt Grants anscheinend nicht gut genug. Der denkt 6500 Mal. Richtig viel. Der nimmt jeden an. Ey, Protection ist auch schnell gemacht. Aber nur bei Unhook 2. In unseren Runden nur habe ich das. Und Grants denkt 2069. Das heißt, die Spanne ist da wirklich. Ja, Grants hat gewonnen. Grants hat gewonnen. Ich habe es falsch gelesen. Und es sind 1590. Oh, nice. Boah, ist das close. Wer hat gewonnen? Grants hat gewonnen. Oh, ist das close. Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch, ich muss das ja wissen. Aber man muss. Ich bin ein Idiot, das war die 300er, ne? Das war 300. Ich glaube, das war das 300. So ist, nee, oder? War das nicht? Das dann einfach ist, nicht mehr buzzern jetzt. Das war 300, es war 300, es war 300. Einfach nicht mehr. Nochmal 300, ja, okay, Russell. Ich so. Gewinne jetzt. Grants, du die letzte Frage aus, die letzte dann wird, also die andere würde wird dann. Ich würde gerne die Frage über Essex hören. Die ist nur 100 wert. Und so möchte ich wissen, wie viele Luken hat ASICS geschlossen? Ich bin so sauer, dass du mich auf die 100 gesetzt hast. Hätt unglaublich. Geschlossen. Geschlossen? Ja. Boah. Als Survivor, ne? Mit dem Schlüssel zugemacht. Ups, falsch rum. Falsch rumgedreht. Ja, das Ding ist, das geht ja noch nicht so lange. Es geht erst so 2 Jahre lang. So. Ich log ein. Stimmt, ich log ein. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Verdammt. Wollt schon 5. Mein Gedanken da, also ich hab safe richtig. Also wenn ich jetzt verliere, dann habe ich verloren. Aber es ist safe richtig. Und es gibt einen Grund, warum ich diese Frage ausgesucht habe. Und zwar auch für die 100, weil die Zahl so schön ist. Aber erstmal, ASICS hat das 220. Das kam jetzt, nachdem ich eingeloggt habe. Klör hat 250. Und oha. Grants hat 420. Ihr seid alle nah beieinander. Es sind 1337, stimmt's? Aber es sind glatt 1000. Oh, was? Es waren zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, einfach glatt 1000. Deswegen habe ich das genommen. Das oh, glatt 1000. Das Ding ist, ein Lukenschließen heißt, man macht ein 4K. So, und da muss man auch die Luke vor dem Survivor kriegen. Und ASICS spielt nie Killer. Und wenn, macht er keine 4Ks. Wie kommt er denn auf 1000? Ich mach mehr 4Ks als du in deiner Ich 4K-Challenge. 1000 Platz fand ich aber sehr lustig. Fand ich, war eine coole Zahl gewesen. Okay, wir machen es so, wenn letzte Frage nicht mehr schließen gewinnt. Jetzt, ne? Okay, wir machen doppelte Punkte für die letzte. Okay, wir machen fünffache. Mach ruhig fünffach. Können wir auch 1000? Okay, fünffach jetzt. Okay. 500 Punkte, ist eine 500-Punkte-Frage. Okay, welches Addon wird gesucht? You opened it, we came. Boah, wie heißt denn das? Ich kenne die Namen von seinem Addons nicht. Ja. Ich kenne die Namen nicht.
Ach nö, ich kenne die Namen nicht. Oh, warte mal. Ich nö. Ich weiß, die Leute, ich weiß wahrscheinlich gerne sogar, welches es ist, aber ich weiß die Namen nicht. Dürfen wir das Addon einfach optisch beschreiben? Du darfst das einmal malen, das wäre auch gut. Ich bin so sicher, dass es, also ich bin fast sicher, dass es das ist, aber ich weiß den Namen nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich kenne deinen Namen. Ah, ich komme da nicht drauf. Ich riskiere nichts. Also 500 Junge, mach du, du könntest über, nee, könntest du nicht. Deswegen ja fünffach. Ja, aber oh fünffach bei einer 100er kommt dann trotzdem mal ganz geschmeidig nicht wirklich. Also das war jetzt 100, drüber, oder? Man weiß, ja, aber Pinhead ist. Ja, genau. You open it, we came. Man weiß doch wohl, welches Addon ist. Ich nehme an, ihr wollt nicht buzzern. Was würdet ihr sagen, wie heißt es? Ja, weiß ich habe keine Ahnung, wie die Dinger. Ja, wenn ihr raten würdet, ohne jetzt. Cube. Ich denke, ich dachte, Grenz, du weißt, wie das Ding heißt. Nee. Es geht um den Namen des Würfels. Es ist dieser, ja. Es ach, ist echt? Der Name des Würfels? Es ist der Name des Würfels. Also ich dachte, es ist dieses eine Addon, dass er halt die Aura versteckt. Das also rote es sind immer die roten Addons gewesen bei der Kategorie. Es waren immer Iridescent Addons. Ja, also es ist der rote Würfel. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Genau, es ist die Lament Configuration. So heißt der Würfel. Oh, krass. Also so heißt der Würfel auch im Film. Das hätte man wissen können. Ja, das hätte man wirklich wissen können. So Gott, sind wir schlecht. Aber vor allem Grants, weil er macht YouTube-Videos damit. So. Die Leute, okay, noch eine Runde. Ja, okay, ich hab jetzt natürlich. Ich hab mich noch. Ich hab noch eine Bonusrunde vorbereitet, weil gefragt. Nein. War aber geil. Also, mein Ziel mit wieder positiv kommen habe ich erreicht. Ich danke, es war super unterhaltsam mit euch. Ey, mach das mal nochmal was klar. Es hat super Spaß gemacht, ja. Die Schätzfragen sind echt wild gewesen, ne? Ich habe extra halt Sachen genommen, die man so eigentlich nicht wissen sollte. Ja, also. Ja, vor allem Asics und Hedge schließen. Das war wirklich. Selbst 1000! Ich habe 220 geschrieben. Asics, selbst du hast. Wollen wie lange gehen? Das 2 Jahre oder so? Ja, aber konnte man denn damals keine Hedge schließen? Nö. Nee, damals gab es so diese Standoffs dann immer die ganze Zeit. Damals ging sogar die Hedge auch irgendwie gespawnt bei, ne? 3, 4 Survivor sogar, wenn genau, halt viel Chance da sind. Ja, das ging legit ewig nicht. Und dann, so die letzten 2 Jahre, wo man so, wo es das Endgame-Timer gibt, da hat Asics 1000 schon gemacht. Wie hast du 1000 gemacht? Hast du überhaupt 1000 Kilometer? Der droppt dann den letzten Survivor und schließt die Luke dann kurz vor ihm. Ja, wirklich, er hat sich gesagt, irgendwann wird das mal wichtig sein, die Luke zu schließen. Tausend einfach. Also, aber danke, dass ich du 100 Fragen gemacht hast. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem DBD-Quiz. Das habe ich schon so lange geplant. Ich wollte auch viel mehr Fragen haben. Ich wollte auch ein zweites Board haben. Aber irgendwie, es war, keine Ahnung, ich habe mir da nicht einfach getan, auch bei den Quests. Aber ich fand die Fragen aber alle gemacht. Gut eigentlich. Die waren echt gut, ja. Also die Addons verstehe ich nicht wirklich, da hat, glaube ich, keiner. Ja, bei den Addons, hat jemals jemand bei Addons gewonnen? Vor allem, ich hab bei den Addon-Dingern, da habe ich mich so durchgelesen und hatte super viel Spaß dabei. Und dann dachte ich mir, das wird aber wahrscheinlich zu schwer, ich nehme wirklich nur die Red Addons, also die offensichtlichen. Ja, aber ich habe noch nie ein Zitat gelesen. Ja, aber okay, also auf die Box. You opened it, we came. Das hättest du gewusst, ne? Aber wie heißt denn das? Ich meine, hättest du gesagt, zu welchem Killer Gods Addon, hätten wir alle sofort gewartet. Ja, aber die Lament Configuration, ich glaube, das hättest du gewusst, wenn du weißt, dass in dem Hellraiser-Film das Ding Lament Configuration heißt. Aber da hätte dann wieder das Iridescent vorher gefehlt, wahrscheinlich in dem Namen. Ja, aber das hätte ich vielleicht sogar gegeben. Mit den Intros fand ich sehr geil. Weil hörst die immer. Ja, du hörst jedes eine Runde startest und du hörst dieses Kack-Intro. Und das Einzige, woran man sich erinnert, ist natürlich Haddonfield. Und die Schweinefarm da. Ja, auf die habe ich gewartet. Ich habe oben drauf gefunden. 100. Das sind so die beiden, die man kennt. Aber den Rest achtet man irgendwie nicht drauf. Das ist aber krass, wie viel das Spiel eigentlich noch so hergibt und man kriegt es gar nicht das so ist noch richtig viel. Mit. Ne, nur so nebenbei eigentlich. So. Ey, Dalu, danke für deine Mühe. Ja, vielen Dank wirklich, dass ihr dabei wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Grenz hat mit 1650 Punkten gewonnen. Wir haben mit 1100 dahinter. Und das gibt mir einfach jetzt weiter. Und Asics hat, Moment, fehlt dann eine Zahl? Nee, 150. Ey, du musst aber mal kurz. Ja, machen, weil ey, du hast. Halt was. Ja, du ich hast. Ja, aber Leute, ist auch egal, Mann. Wer. Es ist wirklich egal, wer was riskiert. Also, das war auch so ein Fingerzeiger auf die Leute, die ja nichts riskieren wollen. Ey, ich finde das gut, du hast. Was willst du und Ort? Ja, lass mich hier Ruder aus, ich komm dir gleich runter, komm doch! Ich komm dir gleich runter, ich wollte erstmal einen Lauf lassen, das sag ich dir!
Fall, ich riskiere auch was. Vielleicht mache ich noch mal einen Rerun in DVD. Vielleicht finde ich da noch was. Aber ohne den da! Und morgen. Morgen, ja, ich mach das heute fertig. Nee, ich komme nicht mal, wenn der kommt. Ich komme nicht mal, wenn der kommt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann, hallo, ciao. Und bis später. Bis dann. Haut rein.